Könntest du mittlerweile die 200er Potions benutzen? Tust du das auch? Ne, wo gibt's die überhaupt? Die kann man craften. Aus was? Weiß nicht. So ein Pilz und eine Lesser Healing Potion. Oh, wieso sagt mir das niemand? Das ist mir übelst praktisch. Die dafür, musst du, glaube ich, an den Table gehen oder so. Was war das denn? Hat er mir voll die Faust gegeben. Hier hat's dir richtig gegeben, Mann. Hand kaputt. Nur noch seinen Kopf ist in, in your face, ey. In your face. Schon wieder am Leben. Achtung, Tom. Du hast doch keine Hände mehr. Ja, weil sie kaputt sind. Ja, ich komm nicht dran. Ja, ich, jetzt will ich nicht mehr dran. Geh weg. Ich frag mich, ob wir den schaffen, bevor die Nacht vorbei ist. So notschummelig. Ja, ja, ist gerade mal Mittelnacht oder so. Ja, stimmt. Mitternacht. Mittelnacht. Mittelnacht. Haut ihn um. Ich will seinen Loot haben dann. Nein. Doch. Mach dich kaputt, mach dich kaputt. Ich hab mich am häufigsten geopfert. Das liegt daran, dass du Loot bist. Das macht ab wirklich. Alter, ich bin die ganze Zeit am Dauersterben. Das macht jetzt ab. Ich keine Heiltränke mehr. Jetzt wirklich keinen Sinn mehr mit dem Deathcount. Das ist einfach nur übertrieben, wie oft wir jetzt sterben. Oder ich zumindest. Oh, du Frankstürzer. Ja. Ich bin nicht der Einzige, der es überlebt, wenn der mich verfolgt mit dem Ding, oder? Ja, 1000. Man overpowered 280 HP. Geil. Wo ist er? Krippi ab! Ich halte ihn fern mit dem Boomerang. Du hältst gar nichts fern, wir sind einfach nur weggerannt. Kommt doch auf Selby hinaus. Alter, ich hatte nur noch ein Life. Krieg hier. Ach, ein Zombie ist da unter uns. Wie viel HP hat er noch? 500. 600. 500 Leben. Jetzt 600. Wenn ich es richtig gesehen hab. 526. Ich hab nichts mehr zum Healen, ne? Also. Ja, ich hab nur noch 5. Ihr passt das schon. 90 Leben hat das Ding. Alter, noch. Jetzt komm. 82 Leben. Gib ihm, Tom, gib ihm. 46 Leben. Meins. Und geboot. Skeletron has been defeated, so. Was hat er gedroppt? Wow. Ich will den Dungeon erkunden und das ist verdammt scheiße schwer. Also ich hab nichts bekommen. Geil. Jetzt brechen wir doch NPCs hier. Brauchen wir ein zweites Haus hier? Nee. Verkaufen und so. Ja, wobei wir so eigentlich nicht. Also Holz habe ich genug. Hm? Bauen wir ein Hochhaus? Können wir gerne machen. Aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge von... Oh, Stern. Ein Stern. In der nächsten Folge von Let's Play Together Terraria. Und ich und wir verabschieden uns für diese Aufnahme von euch. Jo. Tschö, tschö. Tschüss. Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Terraria mit Dani und Clemi. Und wir werden jetzt, glaube ich, erstmal das Haus bauen, nachdem meine Legs aufgehört haben. Legs, hört auf. Okay. Danke. Juhu. Haus. Habt ihr Holz? Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir machen hier übelst das geile Haus, das da unten wird nur unsere Basis sein. Wir bauen hier erstmal so einen Schacht nach oben, okay? Mit 1, 2, 3, 4 breit. Ach so, und dann ganz oben. Ja, ganz oben so ein Haus. Ah ja. Ist zwar voll nachgemacht vom Trailer, aber egal. Ich mache mich mal auf die Suche nach neuem Holz. So, ab hier können wir das Haus eigentlich bauen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Moment, Plattform. Irgendwas leckt bei mir sowas von rum hier. Ich baue mal hier im Schacht noch ein paar Plattformen. Okay, machst du das? Ja, mache ich das. Ah, jetzt läuft's. Wir bräuchten hier vielleicht noch so einen Ofen oder so, aber... ja, erstmal der roten Party-John. Ja, stimmt, gute Idee.
Rote Party. Kann irgendwer von euch mit dem Spiegel zurück und die ganzen Truhen holen? Ich kann dir auch einfach den Spiegel jetzt geben. Wow, irgendwas leckt. Dann kannst du die holen, wenn du willst. Ja, ja. Wie willst du das so symmetrisch hinkriegen, Tom? Keine Ahnung, das wird einfach rein. Ding auf ist gut Glück. Ich hab nicht mehr Holz. Ich mach mal hier die Plattform noch hin. Ich hab Holz. Ja, von wo soll ich denn wissen, wie viel, ja. Na, hier der Spiegel. Das wird, glaube ich, irgendwie scheiße aussehen. Oh. Gut. Ja, mit dem Spiegel kann man sowieso nicht zurück. Wir haben doch unseren Spawnpunkt hier runtergesetzt, oder? Oh. Ja, stimmt auch wieder. Helden. Los, Clemi, Sklave. Oh, jetzt muss. Auf zu. Du bist aber schneller als ich. Nee, bin ich nicht. So. Ich glaube, du wirst deinen Spiegel nie wiedersehen, Clemi. Egal. Ah, toll. Clemi, läufst du gerade zurück? Nö. Jo. Ja, okay, dann geht's. Holz, wir brauchen Holz. Holz! Ganz viel Holz! Ich weiß auch schon ganz genau, wie wir die NPCs rüberkriegen. Ich kann einfach hier die Tische und so zerstören. Dann müssten die eigentlich abhauen. Oder ich töte sie mit Dynamit. Du willst unser Haus zerstören? Nein! Ja. Nein! Okay, das ist. Nee, das wäre wirklich blöd. Wir brauchen aber Holz. Ich hab Holz. Gib mal deine Imba-Axt, Clemi. Hör damit. Mein Schema, ein Ding. Ja, warte, ja. Moment, ich geb dir erstmal das Holz, was ich bereits habe. Du kriegst dafür dann auch mein Schwert, weil mein Schwert brauche ich sowieso nicht. Und da hast du mein Schwert. Jetzt gib mir die Axt. Go. Ja, das Blöde ist, wenn wir hier wieder Augen beschwören wollen und so, müssen wir wieder weiter nach rechts zum Altar. Weil den Altar kann man leider nicht abbauen, weil man Damage bekommt, wenn man den mit einem Hammer anhaut. Okay. Na dann. Aber irgendwann muss er kommen. Oh Mann, jetzt passiert das gleiche schon wieder. Ich springe immer runter und verpenst dabei, dass ich sterbe. Schändlich, du bist so ein Noob. Clemi, wie gut, dass du ganz rechts bist. Lol, wie bin ich hierher gekommen? Das ist ein Pinky. Wie bin ich nur hierher gekommen? Vielleicht, weil du Depp vergessen hast, deinen Spawnpunkt zu setzen. Ja, natürlich, ich stehe mitten in der Pampa. Nicht mal in unserem Haus. Achso, dann bist du an unserem anderen Spawnpunkt. Lol. Kannst du nach links rennen? Ja. Okay. Pinky. Oder wir haben gerade unseren Spawnpunkt kaputt gemacht. Willst du ausprobieren? Tom, mach mal hier deinen Spiegel. Nein, ich bin Holz sammeln. Ja, und ich bin schon zu weit weg. Okay, was soll ich jetzt machen? Bis zum Haus? Schatztruhen mitbringen. Ja. Ich glaube, Tom hat unseren Spawnpunkt kaputt gemacht mit dem Bett, aber egal. Ja, wir müssen die ganzen Items jetzt irgendwie rüber befördern, also das Wichtigste. Okay. Ich sammle Holz. Ganz viel Holz. Holz! Ratatatatatatat. Blöder Schleim. Ich mag Holzfällen mit dieser übermäßigen Axt. Das ist toll. Ich mag Züge. Hast du schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß. Hey, soll ich die Goldpickaxe verkaufen und das Goldschwert? Ja, bringen sowieso nichts mehr. Okay. Wir haben nachher wesentlich bessere. Ja, obwohl es irgendwie schade wegen der Mine unter unserem Haus. Naja, dann gehen wir eine Weile erstmal in den Dungeon ziehen um und nachher dann wieder zurück in den. Soll ich den Goldhelm auch verkaufen? Jo. Ja, brauchst du ja nicht mehr. Wir können uns ja dieses Dämonit-Zeug locker hercraften jetzt. Okay. Dann müsste ich jetzt. Ja, wenn du es locker machen kannst, dann kannst du mir ja das ganze Set craften. Das mache ich dann auch, ja. Brauchen einen Merchant, ey, ich muss verkaufen.
viel zu viel ja, Mist. Ja, dafür bauen wir jetzt das Haus hier und so. Das ist ein Schleim in unserem Haus. Wir brauchen definitiv geschlossene Räume. So, ist das genau gleich breit? Eins. So, jetzt erstmal alles Scheiße hier verkaufen, ne? Ich hab eindeutig zu viel TNT bei mir. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6. Was ist eigentlich mit unserer Pilzfarm da unten? Die lassen wir einfach. Cool, ich habe noch einen Mushroom Grass Seed. Geil. Und pflanzen wir einfach eine neue an unter dem neuen Haus. Ja, da müssen wir aber tief. Passt das so? Ja, das ist genau symmetrisch. Müsste eigentlich zumindest. Ja, muss halt abzählen. Ich hab mich nur gerade, ob das Haus dann auf die Art. Ja, du kannst die Truhe nur abbauen, wenn die leer sind, ne? Oh. Okay, dann nehmen wir den restlichen Scheiß mal mit. Ja, die Sachen hier rechts in der Truhe können wir alle verkaufen. Das ist nur Kacke. Kannst die rechte schon mal abbauen. Steinblöcke brauchen wir auch nicht, können wir auch wegschmeißen. Ja. Die gehen Corrupt Seeds brauchen wir auch nicht. Jo. Soll ich die Hooks auch verkaufen? Ja. Okay. Diese scheiß Stein verticke ich auch mal. 10 Gold bei mir. Verdammter Mist. Ne, die Glasflaschen behalte ich mal als Deko. Jo. Hast du die ganzen Barren bei dir? Hm? Wo sind denn die Sterne? Hier hab ich. Komm mal zum neuen Haus. Ich brauche Assistenten beim Bauen. Ja, wir müssen ja erstmal hier die ganze Sachen da. Und so. Kommt mal nach der Pilzfarm. Jo. Ich baue das Bett mal ab. Ja. Oh, hier ist alles voll mit Pilzen. Geil, lass mal sehen. Yay, das Dach ist da. Boah, nice. Aber so riesige Pilze wachsen hier nicht, oder? Keine Ahnung, dauert wohl. Okay, lass uns einfach mal ein bisschen. Ja, eigentlich können wir das alles hier abfahren. So, dann machen wir uns hier an der Seite so einen Arbeitsraum, so einen kleinen. Brauchst du Pilze? Nö. 60 Stück. Ja. Na gut, ich muss mir sowieso Tränke kaufen. Eigentlich für dich würden sich sogar noch Pilze lohnen. Die geben ja 50 Life und du hast 160. Noch. Tränke, die wären bei dir ein bisschen übertrieben mit 120 Life. Gott, man, jetzt muss ich den ganzen Weg laufen, ey. Das ist ja abartig. Ja, ich hab einen Spiegel. Ja, cool. Ich werd jetzt mit dem Holzhammer richtig Action machen. Kannst ja unterwegs alle Bäume abfahren. Ja, wenn ich eine Axt hätte. Oh, hat Tom sie dir geklaut? Ja. Böser Tom, gib mir meine Axt. Ne, musst du eine Holzaxt machen. Okay, und wo? Ach, jetzt muss ich zurücklaufen. Um sie zu craften. Dafür brauchen ganz viel Holz, Leute.